Im heutigen Video geht es um einen blauen Bus, um die Zahl 2 und Android APS. Und was das Ganze damit zu tun hat, das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Hallo, ich begrüße euch zu Sandis Diabetes Loop. Heute geht es um diesen blauen Bus, soll aber kein Vanlife oder sowas werden, wie es doch viele in YouTube machen. Ja, bei diesem Video geht es um ein großes Geschenk für mich, von meiner Familie und mir für meinen Kanal. Heute ist mein zweiter Geburtstag bzw. der zweite Geburtstag meines Kanales und deswegen habe ich mir was überlegt, was wir dafür tun können, um Android APS noch weiter voranzubringen. Ich freue mich auch, dass nach 2 Jahren auch noch immer alle Spaß an meinen oder viele Spaß an meinen Videos haben. Ich sehe, dass die Zuschauerzahl stetig wächst, was mich sehr freut. Auch meine Abonnentenzahl steigt mittlerweile doch kontinuierlich an, was mich auch sehr freut. Und es beweist ja, dass meine Arbeit nicht so schlecht ist und auch, dass Android APS durchaus ein System ist, das für viele Menschen einfach gut ist. Was ich jetzt gemacht habe, was das mit dem blauen Bus zu tun hat und so, das zeige ich euch jetzt dann und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bleibt bis zum Schluss dran, damit ihr das Endergebnis sehen könnt. Heute geht es mal um ein kleines Eigenprojekt, das ich euch einfach mal kurz zeigen wollte, damit ihr einfach mal seht, dass es nicht nur den Loop gibt für mich, sondern auch ein paar andere Sachen. Aber das zeige ich euch dann Stück für Stück. Es geht um dieses kleine, schöne blaue Auto, das wir unser Wohnmobil nennen. Und das kriegt jetzt eine Veränderung. Was passiert, das seht ihr später.
Jetzt habt ihr in groben Zügen gesehen, was wir gemacht haben. Unser Camper hat ja eine Folierung gekriegt, um einfach ja Android APS und auch meinen Kanal ein bisschen nach vorne zu treiben. Ja, ein bisschen Eigenwerbung muss manchmal auch sein. Ich finde es total schön. Es ist eine tolle Arbeit. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ihr einen Kommentar dazu da lassen wollt, natürlich unten gerne rein. Warum habe ich das Ganze gemacht? Zum einen ja als Geburtstagsgeschenk für meinen Kanal. Wie gesagt, 2 Jahre YouTube heute. Finde ich cool. Aber auch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ein großes Dankeschön an die ganzen vielen Abonnenten, die sich meine Sachen anschauen, die daraus lernen, ihren Loop selber bauen können und natürlich auch trotz allem, wenn der Loop fertig ist, meine Videos immer wieder mal anschauen. Danke aber auch an die, die es mir möglich machen, wie die Community, wie den Jungs und Mädels von den Docs, die unsere ganzen, die ja mein Gebetsbuch schreiben, mit dem ich immer wieder mal meine Videos eben entsprechend aufbauen kann. Aber danke auch an diejenigen, die mir einfach was zukommen lassen, wie jetzt verschiedene CGM-Systeme oder einen Pod, damit ich einfach mal auch Videos dafür machen kann. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank auch an die Community in dem Fall. Und bei DDoc möchte ich mich natürlich auch bedanken, denn sie haben es mir ermöglicht, zum Beispiel beim DDG dieses Jahr teilzunehmen. Die Videos dazu verlinke ich euch da oben. Wenn es euch interessiert, schaut es euch mal an. Und der allergrößte Dank geht natürlich an meine Familie, an meine Frau und an mein Kind, die mir zum einen sowas hier ermöglichen können und zum zweiten natürlich auch mir die Zeit und die Möglichkeiten geben, meinen Kanal aufzubauen, meine Videos zu schneiden, meine Videos aufzunehmen und auch meine Ideen, die ich dazu habe, einfach umsetzen lassen zu können. Das ist richtig, richtig gut und nochmal ganz, ganz vielen Dank auch für die Zeit, die ich dafür mir rausnehmen darf. Dankeschön dafür an meine Frau und mein Kind. Und was mich am meisten freut, ist natürlich, wenn ich dann positive Mails oder Nachrichten von Menschen bekomme, die aufgrund meiner Videos es geschafft haben, den Loop zu bauen oder auch mit meiner Hilfe dann, wenn das eine oder andere unklar war. Das freut mich am allermeisten, ob jetzt dann für Eltern, für ihre Kinder oder eben auch für Selbstbetroffene. Das freut mich echt riesig. Ich werde euch jetzt dann am Schluss noch die ganze Folierung wirklich im Ganzen mal kurz zeigen. Da habe ich ein paar Videos dazu gemacht, habe das alles zusammengeschnitten. Richtig tolle Bilder. Und wer mich irgendwo unterwegs mal sieht, macht einfach ein kurzes Foto, schickt es mir gerne per Instagram, Facebook oder wie auch immer. Ich freue mich immer drüber sehr. Wenn der eine oder andere vielleicht mit mir quatschen mal, kann natürlich auch sehr gerne mal stehen bleiben bei mir, wenn er mich irgendwo sieht. Da freue ich mich natürlich auch immer. Und ein schönes Gespräch ist immer was Tolles. Und bevor ich zu den tollen Bildern komme von dieser tollen Beklebung, wenn ihr Fragen zu Night Scout, Android APS, X-Trip oder ähnliches habt, gerne unten in die Kommentare oder auf Facebook und Instagram erreicht ihr mich auch, da freue ich mich immer drüber. Ich bedanke mich für eure Treue, die 2 Jahre und hoffe natürlich, dass noch viele dazukommen, um einfach diesen Do-It-Yourself-Loop selber erstellen zu können. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sandis Diabetes-Loop und wünsche euch natürlich jetzt ganz, ganz viel Spaß mit den tollen Aufnahmen der Folierung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!